Ja, hallo, liebe Fabrikfreunde, ich bin's, euer Tenchi. Wir spielen wieder mal ein bisschen Factorio. Und ich sehe gerade, ich habe ja in der letzten Folge habe ich ja diese Teile dazu gebaut, weil es mir nicht schnell genug ging. Und jetzt sehe ich gerade, dass mir diese Wissenschaftspakete, die Wissenschaftspakete 2, mir langsam ausgehen. Das liegt aber auch nur daran, dass hier diese erweiterten Schaltkreise, die gehen mir aus. Das heißt, ich muss mich jetzt langsam wirklich mal darum kümmern, dass hier wieder alles läuft. Ah, ich sehe gerade, es fängt auch doch wieder an, jetzt richtig zu laufen, so wie es aussieht. Ja, tatsächlich, das Eisen kommt jetzt langsam hier, füllt sich wieder schön. Hier ist es wieder recht voll. Hier kommt es jetzt noch nur noch... Ja, wenn das jetzt voll ist, dann kommt das hier auch ganz gut an. Ja, und dann passt das schon. Sehr schön. Für was brauchen wir denn das Eisen, was hier eigentlich ist? Das könnte ich da auch antransportieren, oder nicht? Also hier, na, das ist die Waffenproduktion, diese, ja, eigentlich könnte ich die Produktion erstmal abbauen, weil mit der Waffe schieße ich eh nicht durch die Gegend, also baue ich die mal doch mal weg. So. Der hier, kann der weg? Kann weg. So, dann brauche ich nämlich das hier auch nicht mehr. Dann habe ich jetzt schon mal ein bisschen Eisen hier eingespart, das hier sinnlos rumliegt. Also wir müssen jetzt wieder ein bisschen optimieren. So, das kann auch weg. Im Prinzip geht es jetzt nur noch um den hier, kann das sein? Und dann geht es hier unten noch was hin. Die brauchen das nicht. Der möchte das haben. Aber ich habe doch hier eine Anfragekiste, dann kann ich jetzt auch hier das Eisen mit reinklatschen. So, machen wir mal 20 dazu. Dann kann mir das Eisen jetzt hier auch gestohlen bleiben. Das brauche ich nämlich auch nicht mehr. Oh, jetzt habe ich natürlich einen Haufen Stahl mit aufgesammelt. Und der Stahl, ja, den werde ich auch einfach durch eine Kiste holen. Kann ja nicht sein, dass jetzt alles unbedingt angeliefert werden muss. Das heißt, ich werde jetzt hier schön eine Nachfragekiste. Haben wir noch welche einstecken? Ich weiß es nicht, sehe es gerade nicht. Dann nehme ich hier eine Nachfragekiste. So. Oh, der ist, glaube ich, außerhalb vom... Service, so wie es aussieht. Hier ist ein Service-Lücke. Kein Problem. Bauen wir es einfach hier daneben oder wie auch immer. Ich kann es auch hier mit hinbauen. So. Sieht vielleicht auch ganz schick aus. So. Dann hier einfach ein bisschen von dem Zeug. Von mir aus 50. Ja, das Teil wird sowieso total frieren. Das ist alles voll. Das wird nicht viel machen. Ich könnte eigentlich aus der Holzkiste auch eine Anbieterkiste machen für den Fall, dass ich mal irgendwo mal Stahl brauche. Dann hole ich mir den von da. So, fertig. Gut. Das Gute daran ist nämlich, ich kann das Stahl, den Stahl auch hier runterbringen mit einer Nachfragekiste. Ich lerne es einfach nicht. Es tut mir leid, wenn ihr schon in den Kommentaren geschrieben habt, dass das vielleicht alles Schwachsinn ist oder so, was ich hier mache. Dann habe ich es noch nicht gesehen, weil ich ja immer so ein bisschen voraufnehme. Wie ihr ja wisst, 3 Folgen meistens in der Woche werden immer voraufgenommen. Und erst danach komme ich auf die Idee, mal zu pausieren und zu warten, was ihr so schreibt. Ja, der will jetzt hier die ganze Zeit das Zeug leer machen. Das gefällt mir nicht so. Ah, ich sehe gerade, hier kommen eigentlich auch noch Zahnräder rein. Nein, kommen nicht mehr. Seit neuestem kommen ja anscheinend keine mehr rein. Also neuestem ist bestimmt schon doch etwas älter. Das heißt, ich bräuchte trotzdem eine Nachfragekiste. Da wird irgendwo wieder geballert. Ach, da oben. In den Kampf verwickelt. Die brauchen keine... Da oben wird auch nochmal... Ah, das ist diese eine Stelle gewesen, wo sie das letzte Mal sich durchgesprengt haben. Da schauen wir gleich nochmal nach. Erstmal möchte ich noch die Nachfragekiste dahin platzieren. So. Ah, gibt's ja nicht. So, und zwar kommt jetzt hier... Er möchte eigentlich nur Stahl haben. Das ist eigentlich alles, was der... Na, eigentlich total sinnlos. Hier habe ich doch schon eine Nachfragekiste. Also, Stahl möchtest du haben, bekommst dein Stahl. So. Fertig. Haben wir da ganz schön viel eingespart. Extrem viel, wenn man das bedenkt, weil das kommt ja jetzt alles weg. Braucht man alles nicht mehr.
Hier mache ich jetzt einfach bloß eine Abzweigung rein. So. Haben wir das auch geklärt? Ja, und dann kommt uns jetzt langsam das Zeug wieder und dann kriegt man jetzt auch unsere, ja, wie ich sehe, unsere erweiterten Schaltkreise. Die kommen jetzt hier auch hoffentlich ein bisschen, ja, fixer an, aber das scheint doch noch nicht so der Fall zu sein. Das muss ich wohl noch rumsprechen hier drüben vor allem. Ne, warum bauen die hier so langsam? Ach, die sind einfach langsam. Könnte ich eigentlich auch mal austauschen mit Montagemaschinen 3. Damit die ein kleines Stückchen besser und schneller sind. Ich dachte eigentlich, dass die weniger Strom fressen. Und die fressen immer mehr Strom. Sieht es denn überhaupt aus in der Nacht? Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Wir werden es sehen. Gut. Dann wollte ich mal schnell oben schauen, wie es da aussieht mit der Wand. Ob die da schön ganz gemacht wurde. Hier oben. Ja, ich frage mich halt, ob die Wand mit wegsprengen oder ob wir das... Ja, das kriege ich halt manchmal nicht mit, außer ich bin vielleicht gerade vor Ort. Irgendjemand hat auch gesagt, ich soll... Ach, das ist aber schon eine Weile her, glaube ich. Irgendwie ein paar Lasertürme weg, also abbauen, damit die nicht so viel Strom fressen und so. Das ist natürlich eine kluge Idee, kann man nicht anders sagen. Vor allem jetzt diese ganzen Lasertürme, die ich jetzt neu gebaut habe, die fressen natürlich passiv, weil ich habe 723 Lasertürme habe ich stehen. What the fuck ist das denn? Das ist ja abartig. Abartig, hier stapelt sich gleich alles. Na, schaffen die das hier aufzuholen? Ja, ziemlich cool. Ja, und hier wird es nie doppelt irgendwie, weil es die zwei schaffen es alleine, hier das Zeug wegzuklauen. Das gibt's ja gar nicht. Oh, sieht aber gar nicht so gut aus hier. So, mal schnell schauen, woran das liegt, dass jetzt hier alles so langsam und schleppend kommt. Also hier, die Kiste ist voll. Da wird jetzt immer wieder was geklaut, das ist ganz klar. Hm, wie sieht die Produktion hier aus? Ja, hier ist eigentlich genug da. Ich meine, klar, Material ist ja vorhanden. Sieht man ja ganz gut. Ja, es dauert dann einfach ein bisschen, wie das alles gebastelt ist anscheinend. Das ist der einzige. Ach, stimmt ja, wir haben doch hier eigentlich auch die Schmelze. Da könnte ich eigentlich auch die ganzen Schmelzinger, die ich oben habe, hier runter liefern lassen. Und zwar mache ich das dann, weil ich jetzt... Ich werde mal kurz schauen, ob das funktioniert. Ich möchte es ja fast schon bezweifeln. Ich werde jetzt hier mal Stahl anfordern. So. Ich fordere jetzt hier mal Stahl an. Und zwar einfach mal komplett alles. Alles, was ich kriegen kann. Wo haben wir denn hier Stahl so? Der müsste jetzt von oben kommen. Und oben werde ich jetzt die Stahlfabrik hier beenden. Hier, die kommt weg. So. Weil sonst, wenn ich jetzt hier wieder aufmache, dann habe ich einen Haufen Stahl hier rumliegen. Wobei, ich hätte vielleicht sogar den Platz dafür. Na komm, ich versuche mal so viel, wie ich mitnehmen kann, zu schleppen. Ja, tatsächlich, ich habe doch alles mitbekommen. Ja. Jetzt kann ich bloß die Kiste nicht mit aufnehmen. So, dann bringe ich das mal schnell runter. Ja, dann kann ich das jetzt natürlich auch wieder alles ein bisschen abändern. Dann kann ich jetzt hier gleich alles reinschmeißen, so wie ich das geplant hatte. So. Nein. So. Ich würde das von oben nach unten schaffen, damit ich nicht wieder das Problem habe, dass ein Haufen von den Sachen rumliegt. Aber es hat sich ja jetzt auf jeden Fall erledigt. So, jetzt haben wir hier einen Haufen Platz hier oben. Guck mal, wie viel Platz das jetzt geworden ist. Schon krass. Ja, dann, der hier bekommt, die bekommen ja alle ihr Stahl. Alle, die ihr Stahl wollen, bekommen es auch. Kohle ist auch noch vorhanden genug. Interessanterweise wird hier nichts mehr geliefert. Das finde ich auch interessant. Ah, ist eine Anbieterkiste, genau. Es war ja eine Anbieterkiste. Das heißt, Kohle haben wir erstmal noch reichlich. Wir hatten ja hier irgendwo ein Kohlekraftwerk, was uns im Weg stand. Das hier. Ah, wir haben hier noch eine fette Anbieterkiste. Das Kohlekraftwerk steht uns ja so ein bisschen im Weg, also werde ich das jetzt auch noch abreißen. So, Kohlekraftwerk kann ich von mir aus später nochmal aufbauen oder nachher gleich wieder aufbauen.
Aber vorerst ist es im Weg und hier ist keine Verbindung mehr. Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube, ich sehe das richtig. Ist ja fast schon nervig. So. Ich werde auf jeden Fall mit den Kabeln auch nochmal anschauen, dass ich das alles schöner hinbekomme. Es tut mir wirklich leid für alle, die das ja unbedingt sehen wollten, wie schön das eigentlich aussehen kann. Tut mir leid. So, jetzt habe ich natürlich keine Dreier mehr. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier einen Zweier hinsetzen. Kriege ich davon zwei hin? Theoretisch kriege ich hier zwei hin. In der Theorie. Mal gucken, wie es in der Praxis nachher aussieht. Ja, tut mir leid. Oh, falsch rum. So, da fehlt jetzt der Strom, der hier dann steht. Irgendwann. So. Da sieht uns da der Strom. Das gibt's ja gar nicht. Kabelsalat, Kabelsalat. So, dann, du möchtest natürlich etwas produzieren und ich weiß auch schon, was du produzieren möchtest. Du möchtest das produzieren und du möchtest das auch produzieren. Und dann kam ich ja dazwischen durch, das ist gut. Dann würde ich gerne hier noch ein paar Teile legen. So, der wird jetzt hier hingesetzt. Danke. Ah, da kam mit, da waren Schnelle dazwischen. Ah, interessant, interessant. So. So, und dann halt noch hier in die Ecke. So, danke. Und dann noch die Kabel, denn wir brauchen ja auch noch Kabel bis nach oben. Eigentlich würde das da bis dahin reichen. Dann zwei große Knickarme habe ich noch. Das ist gut. Kann ich gut gebrauchen. Und noch ganz normale, schnelle Knickarme. So. Dann fehlt uns noch tatsächlich doch nochmal ein Strom. Oh mein Gott. Das heißt, den kann ich eigentlich doch abreißen. Den brauche ich nicht. Obwohl, doch, auf der anderen Seite. Es muss ja wieder rausgeschmissen werden. Ah, so knapp. So knapp. Vielleicht kann ich da was machen noch. Ich bräuchte aber noch einen schnellen. Einen schnellen Knickarm. So. Denn das Ding habe ich jetzt hier hingestellt, oder? Das hier. Vielleicht kann ich das doch ein bisschen höher setzen. So, dann kann ich jetzt hier nämlich dann... So. Schön! Schön, schön, schön. Ah, hier ist auch noch gar kein Dreier. Ist auch bloß noch ein Zweier hier. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Also, das sollte ja... Moment mal. Ah, der schmeißt das schon hier rein, oder? Ja. Das sah gerade so aus, ob das da reinschmeißt. Gut, noch mehr Kabel, noch mehr Dinger hier. Ich komme trotzdem nicht über meine 20 hier drüber. Also, krass, krass, krass. Jetzt geht uns mit die Kabel langsam aus. Wieder mal. Woran liegt das? Wir werden es gleich rausfinden. Ja, die produzieren einfach zu langsam. Ihr seid einfach zu scheiße langsam. So, wir haben drei, die von unten reingehen. Und plus zwei, die von oben reingehen. Das heißt, wir werden jetzt hier tatsächlich... auch nochmal upgraden. Wie viel haben wir es denn? Ach, noch genug Zeit. Noch genug. Wir brauchen also noch zwei davon. Und ja, schnelle Fließbänder kann eigentlich nie schaden, die zu haben. Zumindest jetzt kann das eigentlich nicht schaden. Das geht gar nicht. So. Schnelle Fließbänder. Und dann noch ein bisschen Strom. So. Und du stellst uns natürlich schöne fette Kabel her. Kupferkabel. Aus Kupfer, bitte. So, dann haben wir ja ein bisschen mehr gebaut. Das ist natürlich noch ein... Ja, es wird jetzt nicht irgendwie die Lösung sein. Ja, Kupferkabel und so, das ist immer so eine Sache. Ey, das braucht und braucht und braucht. Ich frage mich, ob wir das hier auch irgendwann mal mit einer Kiste lösen können. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich schaue mal kurz eine Kiste an. Hier. Roboter sind 70 Stück frei, aber nicht, wenn die ganze Zeit hier Eisen hoch und runter schleppen müssen. Ich glaube, dann wird es noch zu krass. Da brauche ich um einiges mehr Roboter. Beziehungsweise Roboter-Transportmenge wird ja jetzt bald fertig sein. So, hier unten werden bloß ein Kampf verwickelt, also nichts Schlimmes. So, hier würde mich mal interessieren, warum nur unten was langkommt, aber nicht auf der, also nur rechts und nicht links. Ah, weil die sich was klauen hier wahrscheinlich, oder? Oder weil die Sortiermaschine einfach nur für den Arsch ist. Ja, die sortiert nach unten, aber die sortiert nicht nach oben. Ja.
Das ist, glaube ich, so das größte Problem. Also müsste die eigentlich nach oben sortieren und nicht nach unten. Ja, dann müssen wir mal schnell dazwischen gehen. So. Schnelles Fließband. So. So, die sortiert jetzt nämlich nach oben. So, ich hoffe, das funktioniert auch so. die kann man ja eigentlich auch später noch verbessern. Oh, krasse Scheiße. Aber die Energiemodule müsste ich eigentlich überall reinhauen. Aber die sollen, hat glaube ich jemand geschrieben, die sollen glaube ich auch langsamer machen. Da muss ich mal schauen. Also ich habe die ja, wo habe ich die drin? Hier habe ich die reingehauen, glaube ich, hier. Verringert den Energiebedarf der Maschine um bis zu 60%. Energieverbrauch minus 40%. Herstellgeschwindigkeit 1,25. Also die sollen... Ne, die sind eigentlich ganz cool. Die sind cool. Also die brauche ich überall, die Dinger. Überall. Aber die kann ich halt so schlecht herstellen, weil uns diese Prozessoreinheiten fehlen. Und deswegen werden wir jetzt da auch mal nochmal nachschauen. Ah, hier sind übrigens ein paar Minen drin alles, ja. Ein bisschen was wird hier tatsächlich rausgeklaut. Nicht schlecht. So. Was ist denn hier eigentlich drin sein? Anbieterkiste. Ach so, stimmt. Ich bring das ja dann hier irgendwie hier rüber, so ganz umständlich. Es fehlen uns tatsächlich immer diese Advanced-Teile. Das ist jetzt irgendwie der Flaschenhals momentan. Also, ich glaube auch für die Prozessoreinheiten hier unten... Die Prozessoreinheiten brauchen, glaube ich, auch diese... Nein, ja doch, die brauchen auch die erweiterten Schaltkreise. Dann passiert natürlich nichts. So, die wollen auch erweiterte Schaltkreise hier. Machen wir mal kurz, beschränken wir das mal so, wie es jetzt ist. Dann schauen wir uns jetzt mal die erweiterten Schaltkreise an. So. Die sind ja eigentlich voll am Produzieren. Also die haben alles, was sie brauchen. So wie ich das sehe. Moment mal, wo zwacke ich denn bitte schön die Kabel eigentlich ab? Naja, wird schon irgendwo gut sein. Die sind aber so langsam, das ist das Problem. Also entweder noch mehr davon hin, oder die verschnellern. So kurzzeitig verschnellern. Schauen wir mal, ob wir gerade irgendwas davon haben. Also wir haben hier Energiesparmodule, haben wir einige. Und wir haben, was ist das hier gewesen? Geschwindigkeit, 10 Stück. Nehmen wir uns mal 10 raus und schauen wir mal kurz. So. Wenn ich jetzt hier 2 davon reinmache, dann wird es auf jeden Fall energiesparender. Und dann mache ich 2 Geschwindigkeitsmodule da rein. Was macht der dann? Herstellgeschwindigkeit um 60% erhöht und plus 40% Energieverbrauch. So, ist er jetzt schneller großartig? Wie schnell sind die? Moment. Kann ich die nicht anklicken? Moment. Klick. Der ist so schnell und der ist... Ja, der ist ein bisschen schneller, ja, kann man sagen. Weil wenn ich jetzt Energieverbrauch nicht reinmachen würde, würde es, glaube ich, zu stark werden. Herstellgeschwindigkeit plus 30, Energieverbrauch plus 60. Das ist schon abartig. Aber im Großen und Ganzen läuft das, glaube ich, ganz gut so. Deswegen werde ich das jetzt hier nochmal machen. Also die verbrauchen trotzdem mehr als eine Standardmaschine. Die braucht 210 und die brauchen 294. Aber im Prinzip funktioniert es schon mal ganz gut so. So. Also das mache ich jetzt nur, weil die auch unbedingt jetzt schneller arbeiten müssen, damit wir hier das Zeug hinbekommen. So, ich mache mal kurz so. Damit sich nichts stauen kann. Ja. Ah, jetzt fehlt es natürlich ein Kabel. Ich glaube es ja nicht. Ist doch schnell genug eigentlich. Hier los. Mehr Kabel. Ja. Geht halt nicht schneller. Ja, man könnte natürlich auch direkt immer hinbringen. So. Ja, das ist unsere großartige Fabrik hier angeblich. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann doch nochmal verschnellern müssen. Haben wir hier unten eine drin? Nein, haben wir natürlich nicht. Ich werde, glaube ich, tatsächlich hier noch eine hinklatschen. Einfach, um noch mehr davon zu haben. Logischerweise. Klingt logisch, ist auch so. Das muss dahin. Das mache ich aber bis dahin.
Dann habe ich jetzt noch ein paar Knickarme, die ich jetzt hier unten wieder mal nicht sehe. Wahrscheinlich eher weniger. So, das heißt, ich brauche einen großen und einen schnellen. Ein schneller, der macht so. Und der große, der macht so. Ein bisschen Strom. Ein bisschen sagen, was er machen soll. Ah, ich brauche doch noch einen schnellen. So, der wieder mal hier drin ist. Und keinen Strom hat. So. Gut, dann sollte der jetzt, wenn er dann irgendwann mal Kabel bekommt, da könnte man jetzt tatsächlich wirklich unter jeden hinstellen, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Und dann könnt ihr das direkt da reinmachen. Der Vorteil dabei ist natürlich auch, na gut, es gibt dann keinen großartigen Vorteil, aber der, na gut, es gibt dann den Vorteil, dass die Kabel nicht bis hinten erstmal warten müssen, bis sie ankommen. Weil Kabel sind genug da, der verteilt die bloß zu langsam. Ist natürlich ein bisschen nervig, wenn er die zu langsam verteilt. Vielleicht soll ich wirklich so eine Anforderungskiste machen. Was sagt denn die Uhr? Ich glaube, da haben wir eigentlich noch die Zeit. Mach mal. Ich bräuchte also 4 Nachfragekisten. Wir haben aber schon 3 davon stehen, also brauche ich bloß noch eine Nachfragekiste. Oh, ich habe sogar noch welche hier rumliegen. Naja. Die würde ich jetzt... Oh! Robotransportmenge! Juhu! Sehr schön. Dann wird gleich weitergemacht mit Geschwindigkeit. Die wäre auch nicht schlecht. Die Geschwindigkeit. So. Also, hier kommt gleich mal eine Kiste hin. Hier klatsche ich eine Kiste hin und hier klatsche ich eine Kiste hin. So, und der fordert jetzt wirklich jeden Scheiß an, den ich brauche. Und zwar brauche ich die. Ich brauche Plastik und ich brauche Kabel. Kabel, Kabel, Kabel. So, davon jeweils, ich habe keine Ahnung, 20 Stück. Ich weiß ja nicht, was viel ist und was wenig. Das kommt, das wird sich dann erst herausstellen. Und ein paar Kabel. Na, 20 bitte, danke. Auch 20 und hier auch nochmal 20. Ja, hier der gleiche Schmarrn nochmal. Da wird sich der eine oder andere wahrscheinlich fragen, warum hast du denn überhaupt erst mit Fließbändern angefangen? Ja, weiß ich nicht. Da war es ja noch ganz praktikabel wahrscheinlich. Und jetzt haben wir ja langsam die Roboter, dann können wir das ja auch so machen. So. Die brauche ich nicht mehr. Hoffe ich zumindest, dass ich die bald nicht mehr brauche. Hier, wer braucht schon noch Plastik? Nur noch der erste Idiot braucht bloß noch den Plastik. So. Das Plastik, wie komme ich auf den Plastik? Ja, die bringen das an und es wird sofort weggebracht. Interessant. Aber die arbeiten zum Beispiel nicht sofort. Warum denn das? Ach, weil die nicht das Richtige bekommen. Haha. Die Schweine bekommen nicht das Richtige. Ja, es wird sich hoffentlich bald einpendeln, wenn die noch schneller sind und wenn vielleicht noch ein paar mehr Roboter habe. So, dann werde ich hier eine Kiste abreißen. Und zwar die hier einfach mal ganz gnadenlos rausgerissen. Dann stelle ich das hier auch nochmal ein. So, Kabel. Wir werden ja sehen, wie es aussieht, ob da jetzt ab und zu... Ich weiß nicht, ob ich die einfach erhöhen muss, damit das dann ankommt, aber na gut, hier läuft es ganz gut. Warum produziert er nicht? Ach so, der produziert aber. Guck mal, wie langsam gleich zum Vergleich mit den anderen. Boah, schon krass. Ja, wir brauchen eindeutig mehr elektronische Schaltkreise, dass wir auch wirklich permanent welche liefern können. Das ist halt jetzt immer noch der Flaschenhals. So. Aber dafür brauchen wir die jetzt alle nicht mehr. Kann alles weg. So, hier ist Plastik drin. So, Plastik wird auf jeden Fall angeliefert, aber die Schaltkreise fehlen halt wirklich noch akut. Ich hätte jetzt trotzdem gerne mal so eine Fabrik hier, noch eine Dreier. Ich glaube, die baue ich mir jetzt mal per Hand. So, die kann ich dann nämlich mal hier reinschmeißen. Hier drauf. Dann kann ich hier schon mal anfangen, Energiesparmodule oder die Geschwindigkeitsmodule schon mal reinzuhauen. Wie viel Strom hat er jetzt? 330 und ist trotzdem noch langsamer. Anzahl der Effektquellen 1,2 Herstellungsgeschwindigkeit und das Ding hat 2. Ja, lohnt sich schon. Oh, hier ist noch was kaputt gegangen.
48 Türme. Oh, die haben es echt bis zum Dings geschafft. Bis zur Mauer. Krass. Hoffentlich wird die repariert. Ja, wird repariert. Ah, da unten gibt es ja ganz schön. Da geht ganz schön ab, da hinten. Eieiei, das ist, glaube ich, das Ölfeld. Ja, irgendwann müssen wir da hinten wahrscheinlich anfangen, richtig zu verstärken oder so. Ah, das kriegen wir dann auch noch hin. So, aber trotz der schnelleren Bearbeitungszeit, obwohl es heißt schneller, jetzt ist es, glaube ich, noch schlechter geworden hier gerade, weil... Haben wir denn nicht genug Roboter? Doch, wir haben genug Roboter. Aber es fliegen einfach zu wenig los. Vielleicht muss ich das tatsächlich mal ein bisschen, naja, erhöhen, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, das liegt daran, dass unsere Produktion einfach zu wenig ist. Ich erhöhe es trotzdem mal. So. Ich glaube, unsere Produktion an den Teilen ist einfach zu gering. Ah, jetzt habe ich mein Dings fertig. Mein wunderschönes Teil. So. Und hier kommen jetzt noch die Teile rein. Gut, ja. Das ist hier noch das Problem. Habe ich hier irgendwo auch schon sowas drin? Hier ist ein Dreier, hier ist Energie. Und hier wird ja sowieso erstmal überall noch Energie reinhauen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Ah, die, immer noch zu wenig Kupferkabel. Denn das ist das größte Problem, glaube ich. Die Kupferkabel. Denn die müsste ich erhöhen. Ah, es liegt aber auch nicht nur daran, sondern auch an den Kupfer an sich. Der wird auch gerade weniger. Was ist denn hier los? Gibt es hier wieder Engpass? Ja, sieht fast so aus, dass die Kupferproduktion jetzt nicht mehr so großartig hier. Das Erz ist gar nicht permanent da. Da müssen wir hier auch noch mal ein bisschen ran an den Speck. Hier ist die Hauptader, die werde ich jetzt mal ein bisschen schneller machen. Oder auch nicht. Die ist schon verschnellert, okay. Das sehe ich jetzt erst. dann brauchen wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr von dem Zeug. So, dann können wir hier nochmal schauen. So. Na komm, baue ich aber hier dran. Es ist nicht viel. Es ist noch nicht so ganz... Da müsste eigentlich noch ein bisschen mehr rein. Ich setze jetzt nochmal 5 Stück dran und dann war es wieder Folge. Aber 5 werde ich jetzt noch irgendwo hier hinsetzen. Das wäre doch gelacht, wenn ich das nicht hinbekommen würde. So. Na? So. 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 Und... Ja, da... So. Das heißt dann noch... So, und für die normalen bräuchte ich eigentlich bloß normale Fließbänder für die hier. So, so, so. Den lasse ich dann einfach hier unterfließen. Hier machen wir einfach das gleiche andersrum. Lass mal runter. So. Ja. Dann fehlt bloß noch der Strom überall. Der hier ist der. Den werde ich jetzt hier hinsetzen. Der bekommt seinen Strom von da drüben. Und dann fehlt mir noch ein Strommast, bevor es zu Ende geht mit der Folge. So. Gut, dann hoffe ich, dass das jetzt ein bisschen dazu beiträgt, dass es jetzt unten ein bisschen voller wird. Es sieht ganz gut aus, jetzt staut sich ja auch alles schön, jetzt sind die auch wieder voll am Arbeiten. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass es nicht ausreicht. Wir werden es sehen. So, ja. Die Produktion hier läuft einfach nicht so, wie es laufen soll. Es kommt einfach nicht so schnell genug an, alles. Ah, jetzt kommt das neue Kupfer, genau. Jetzt kommt es endlich an. Oder auch nicht. Ja, wie man sieht, die haben Stillstand. Und das ist das Dilemma, was ich gerade habe. Das müssen wir irgendwie demnächst dann noch verbessern. Aber wirklich schnell, sozusagen. Vielleicht muss ich ja tatsächlich noch mehr Öfen hinbauen. Es sieht ja schon mager aus, was hier ankommt dann. Gut, dann würde ich sagen, setze ich noch schnell die letzten Fließbänder, die ich jetzt noch habe. Und dann war's das. Ich bin sowieso schon lange über die Zeit drüber.
Es tut mir fast schon leid. So. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von Sups Kanal und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Und da oben geht schon wieder die Wand kaputt. Alles geht kaputt.